Herzlich willkommen zurück zu Dynasty Warriors 4. Wir machen weiter mit der Mann-Story und werden uns jetzt Wei gegenüberstellen, nachdem wir Sun Jiano und die Wu-Familie schon im letzten Part besiegt haben. Nanman dritter Akt. Die Eroberung Weis. Nach dem Sieg über Sun Jiano bei Jian Yi kann man nur ganz Jiangdong erobern. Als er endlich feststellt, dass er sich zu weit östlich befindet, lässt er die Schiffe anlegen und macht sich zu Lande auf dem Weg nach Westen. Nach einem langen Marsch stoßen die Truppen Namans auf eine große Stadt. Meng Huo hat eine Gelegenheit, wittert, die Invasion an Zhongs zu rächen, bereitet den Angriff vor. Die Stadt, die er angreift, heißt Xucheng und ist die Heimat Cao Caos. Oh, dass wir die Schlacht nochmal machen müssen, das gefällt mir nun gar nicht, weil die war immer hart. Schlacht von Xucheng, Naman vs. Wei. Greif Ur Xucheng an und bezwinge Cao Cao. Hier eskaliert er es doch immer komplett. Sind mal die Strategien. Gut, wir bleiben mal bei Zurong. Und dann werde ich wahrscheinlich nur ab dem nächsten Part Meng Huo spielen. Nehmen diesmal mal das Nice World 3 Outfit. Cao Cao muss besiegt werden, Meng Huo darf nicht sterben. Bei den Gegnern haben wir Cao Cao mit Unteroffizier Yixu, Sima Yi mit Unteroffizier Sima Chao, Xiao Du mit Unteroffizier Cao Hong, Cao Pi mit Dang Ai, Cao Zhen, Cao Xiu und Man Chong. Oh, Yonkai ist dabei wieder. Cool. Allerdings diesmal nur Unteroffizier. Gao Ding, der Unteroffizier von Yonkai normalerweise. Das ist jetzt ein Unteroffizier von King Wu. Ganz komisch. Okay. So, wechsel mal kurz das Outfit von Zhong. Und dann geht das auch schon gleich los. So, mein liebstes Outfit. Das Dynasty Warriors 3 Outfit. Finde ich einfach am besten. Deswegen genießen wir die Show. Los geht's. Besiegen wir erstmal Man Chong, der da oben ein bisschen rumnervt. Und ich glaube, der Elefant wird uns hier nicht viel nützen. Wir müssen hier nicht schnell sein. Wir müssen schnell handeln hier in Xucheng. Ansonsten eskaliert die Lage. Was wiederum bedeutet, dass wir den Elefanten am besten jetzt schon gleich stehen lassen. Ja, wobei. Gehen wir ruhig zum Mann schon mit dem Elefanten, aber dann wäre es schlauer, wenn wir vor ihm irgendwie fährt oder so schnappen. Weiß ja nicht. Der Elefant. Tja, er ist halt leider zu langsam. Und es ist halt nicht mal den Naman-Elefant, ne, den man hier hat. Schade, dass man den nicht irgendwie freischalten kann. Na, mein Elefant ist in der Regel noch ein bisschen schneller. Hat die Smila geschmückt. Mit dem Mannzeichen drauf. Das ist ja der Standard-Elefant eigentlich, den auch die normalen Flieger von der Mann auch haben können. Okay. Scheiß drauf. Scheiß auf den Elefanten. Ja, Mann schon. Der Saftsack, der neue Brücke Fay designs hat. Das war's mit ihm. Oh Gott! Das Objekt ist voll da drinnen reingeglitscht. Zwischen den Fässern. Wir können nicht zurückfallen! Wir können nicht zurückfallen! Warum hört er sich so russisch an? Ich erinnere mich an den Synchronsprecher von. Von dem Boss aus Metal Gear Solid 3. Mit dem Elektrohelm. Nicht der Boss, sondern der andere. Den Boss davor, als noch den Shadowhawk gesteuert hat. Shagwart oder wie er hieß. Ach, Scheiße. Wie geht das wieder los mit der Verstärkung da? Wenn sie die Burg stürmen, können wir sie nicht aufhalten. Dana Dongzhu, der einzige Strategie von der Mann. Muss auch noch dazu sagen. Dann gibt er auch die Advice. Ja, hier bekommen wir wenigstens jetzt ein Pferd von Xiao Du. Genau, wir können nicht überall gleichzeitig sein. Ich entscheide mich dafür, das Hauptlager im Stich zu lassen. So, bislang immer besser. Ja, gemäß wie Weltmeister. Ich wollte mich jetzt hier echt nicht verlieren. Jede Sekunde zählt in dieser Schlacht. Wir müssen aufpassen.
Greif mich an, schau du. Idiot. That's it. Besetzt die Festung. Belagerungsrampe ist jetzt hier. Was ja ganz cool ist, aber ich habe keine Zeit für Belagerungsrampe. Sorry. Das wird dir eine Lehre sein. Sorry. Huzi müssen wir besiegen, ne? Kau, du musst sie. Huzi muss ich noch besiegen. Führt kein Weg dran vorbei. Und zack! Was ist das? So, ja, King Blue verliert. Genau, da wollte ich den hin. Wie gesagt, man muss sich hier entscheiden, ob man die Front supportet oder das Hauptlager. Das Hauptlager kann erstmal supporten und das ging voll in die Hose mit Liu Bei, falls ihr euch erinnert. Gar nicht mal schlecht. Eine Schuhstory. Das war ja richtig crappy. Sie lassen ihre Hinterverlangen. So ist es immer hier. So ist es. Das könnte das Ende sein. Und stirb. Das war's. Mit Zhao Zhen, aber hier ist noch ein Offizier. Goddammit. Da sollen wir natürlich auch noch in die Knie ziehen. Jetzt werfen die mich echt vom Pferd, ne? Oder gehe ich zu Fuß? Außenposten wird heftig angegriffen. Tja, so ist es. Haben mich entschieden. Boomerang trifft ihn nur eigentlich vor hinten. Warum geht er nicht? Das ist so komisch. Logik im Videospiel, Leute. Ja, da leider um suchen. Ich sag's ja. Muss ich da leider entscheiden. Aber sonst sieht's eigentlich ganz gut aus. Bis auf diese Tatsache, dass er jetzt tot ist. Sonst sieht das super aus. Kann mich nie beschweren. Hier sollten die jetzt klarkommen. Wenn nur der da Belagerungsrampe angedockt hat, der sollte klarkommen. Läuft bei uns. Wu-Wu-Wuans Nordtor ist jetzt auf dem Wu-Wu-Wuan. Auch interessant, habe ich noch nie gelesen. Besiegen wir den Dude, der hier das Hauptlager eingenommen hat und da leider so getötet hat. Rache ist süß, Leute. Rache ist süß. Und Blutwurst. Ja, sie sind ziemlich gut. Der Feind ist stark. Wir müssen härter kämpfen. Kämpfst du aktuell gar nicht mehr, nur Schnauze. Das ist schlecht. Wir sitzen in der Falle. Das Einzige, was noch bleibt, ist die Festung zu schaffen. Wow, wieso sind jetzt deswegen im Moral? Ja, chill, mach doch Großangriff. So viele Truppen verbleiben doch gar nicht mehr von dem Way. Den Leuten. Sind jetzt die Moral, ey. So wird das Spiel natürlich immer schwerer. Ja, stimmt. Und der Plan von Zimmer Yi kommt da auch noch. Den Sprengsetzen war es, ne? Oh mein Gott, Dong Tu, nee, du Pfeife. Der stirbt halt immer. Das ist eine User, ey. Ich sag's euch. Eine richtige Flachzange. Nur wie ich im Mäschen. Wenn ich nicht alles gebe, zumindest. Hihi. Ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben. Riesenbaby Xuxu ist wieder mal bezwungen. Simmai hat etwas vor und ich weiß nicht, was er vorhat. Das war Xuxu, Alter. Ich dachte schon. Wir können sie nicht aufhalten. Ich dachte schon, der soll hier irgendwas auslösen. Aber das ist gar nicht so. Das wird dir eine Lehre sein. Ja, wie? Hier ist nur der Elefant. Habe ich jetzt kein Pferd mehr? Ach doch, hier ist es geparkt. Pferdchen. Rossi. So, dann wollen wir mal. Oh, Mengur, du wirst ja wohl nicht strugglen, oder? Mit den ganzen Elefanten? Bitte dich. Du darfst nicht rumweinen. Hier scheint es gut zu gehen.
my friend. Ah, Pferde vom Boden, das ist ein Quatsch. Jetzt sind wir schau. Simmer Ciao sagt gleich Ciao, denn du bist Geschichte. Das ist eine Lese. Wir können nicht zurückfallen. So, es wäre, glaube ich, schlau, Simmer hier zu besiegen, wenn der was vorhat. Und auch, weil er sehr viel Moral hat. Schlägt halt die Navantraube komplett in die Flucht. Der hohe Moral. Ja, da sind die großen Verstärkungsdummen. Wem gehören die jetzt? Nur Zau Zau? Ja. Ach, die sieg jetzt erstmal über hier. Um einen kleinen Moralboost hier zu bekommen. Das geht's nicht. Das Tor sollten wir auch hier mal öffnen. Mal leichter in die Burg. Ah, jetzt kommt das mit dem Schießpulver. Ärgerlich. Wie kommen wir jetzt immer hier? Das Tor ist ja verschlossen. Da kommt man ja gar nicht hin. Muss hier runterjumpen. Dann geht's. Ist ja eh noch hier. Xuri können wir auch schon mal besiegen. Jetzt haut's ja runter, Offizier. Boah, die Legs. Wegen Schießpulver, Leute. Eieieiei. Den Diaxen werde ich nicht aufgeben, okay? Das war's mit Diaxen. Abschau! Herr, bitte zieht euch zurück! Nein! Und schließt die Tore! Jetzt! Wenn das mein Schicksal ist, soll es sein. Das ist immer was selten, ne? Der Mann gegen Wei. Da ist sowas hin, gibt's das so eine Schlacht. Wenn dir dein Leben lieb ist. Das ist wirklich was ganz Seltenes. Echt cool. Weil die Wei-Truppen halt im Norden Chinas sind und die in der Mann-Truppen im Dschungel, also im Südwesten. Die sich halt hier nie getroffen. Von daher. Das ist eine rare Angelegenheit in der Dynasty Warriors Spielreihe. So mit einer Mann-Truppen gegen Wei kämpft. Oder umgekehrt. So, oh mein Gott, Mengu hat aber jetzt wirklich Probleme. Ja, cool, danke. Oh ja, okay. Wir müssen zum Mengu. Ansonsten werden wir das nicht mehr lange überleben. Dann ist es vorbei. Dann ist Mengur tot und dann haben wir verloren. Jetzt fehlen die Zerstörer, die uns die Brücke belagert haben. Naja. Hauptlau wird angegriffen. Leistet sofort Beistand. Das sieht nicht gut aus. Eine Minute muss noch durchhalten, my friend. Das schafft er aber. Hier bin ich ja schon. Bruder ist ja auch da, Mingo. Boah, die Moral, das war sehr gut von Zau Zau. Kein Wunder, dass die hier so am Struggeln sind. Moral, der Zau Zau-Truppen ist echt insane. What the fuck is going on? Man muss um jeden Preis gesenkt werden. Too much. Ja, cool, hat schon 50 Kills. Oh mein Gott, das wird wohl ein Mord. Ich bin kurz. Das Tor eigentlich noch, ist mir so egal. Wir haben doch noch ein anderes Tor, ja, genau. Im Hauptlager. Wenn ich eingenommen wurde. Jetzt wird es aber mal langsam Zeit, dass die Moral verlieren, so viele, wie ich jetzt schon besiegt habe. Gibt's ja nicht. Die Moral ist so hoch von Zau Zau, dass sie keine Moral mehr verlieren. Das ist lächerlich. Wow, ist das dumm. Wo ist Hyakuei? Der muss besiegt werden. Ansonsten wird er Moral nicht mehr verlieren.
Du bist vorbei. Oh Mann, ey, ich glaube, wenn Yonkai jetzt noch gestorben ist, sterben die ja hier alle. Dann muss ich doch nochmal bei Menghua bleiben, leider. Schaffen wir es nicht. Packen wir es halt nicht. Würde ja auch noch null Moraltrupp vom Xuxu rumlaufen. Unser Zauberer volle Moral, jetzt ist es vorbei. Jetzt. Das wird alles eskalieren. Jetzt sterben die Verbündeten, die fliegen. Einer nach der anderen Domino-Steine, die jetzt hintereinander wegfallen. Aber ich glaube, hier muss ich gar nicht jagen, weil der kommt zu mir. Der müsste nämlich jetzt hier sein. Tatsächlich. Sehr schön. Ey, es gibt's nicht. Es gibt es nicht! Es nervt! Mann, ey! Ey, es ist doch bescheuert. Der ist tot, der ist tot, der ist tot. Warum habe ich überhaupt Verbündete? Mein Gott, sterbt alle. Ich mach das alleine. Was soll denn die Scheiße? Die Moral ist schon wieder jetzt voll von Zau und Zau. Wieder gerade ein Stern weggegangen, jetzt ist es wieder voll. Ist doch zum Kotzen. Die Schlacht sagt. Ich sag, die Schlacht ist immer scheiße. Menghu ist jetzt wenigstens safe. Boah, sind die scheiße, die Verbündeten. Und das bei einer Mantrum, die eigentlich ein bisschen hartnäckiger sind. Der Turban ist klar, die sterben und die Zucken. Die sind gefährlich. Mantrum sind eigentlich mega hartnäckig. Voll die Scheiße, ey. So, hier, Kuh, jetzt ist Schluss mit lustig. Ein Spiel endet hier. So, Moral um 1 wieder gesenkt. Super. Guck, der hat den guten Elefant. Den originalen Mann-Elefant. Ich will den auch haben. Mann, warum gibt's den nicht als Item? Boah, ganz ehrlich, Leute. Menghua wird sterben, wenn ich jetzt nicht wieder zurückgehe. Guckt euch das an. Bleibt die Verstärkung. Kotzen. Das ist wieder genauso bescheuert wie eine Schuh-Story. Ich das Hauptlauf wohl doch verteidigen soll. Das ist genauso bescheuert wie eine Schuh-Story, Leute. Guckt euch das an. Das ist mir nur die ganze Zeit garden, weil er stirbt. Aber nix mehr. Waren eben noch so viele, als ob die jetzt schon tot sind. Was ist denn das für Mist? Ach komm schon, von hier zu bezogen wäre schon tot, ist alles klar. Du hast gerade gelesen? Das ist doch verarsche. Nur von hier zu bezogen, obwohl er tot ist. Er ist schon lange getötet. Was ist das wieder für Mist? Logischer geht's nicht. Von hier zu ist Geist, ist von den Toten wieder auferstanden wahrscheinlich. Wir sind alleine. Wunderbar. Ich muss jeden Einzelnen jetzt besiegen, ansonsten wird Menghua sterben. Das ist gescriptet. Wenn ich allein lasse und dann nicht rechtzeitig da bin, dann stirbt er. Ich glaube, der noch volles Leben hat. Das ist alles so nice, Warriors. Moral ist immerhin nur bei 6. Schön genug, würde ich behaupten. Jetzt will ich mein Pferd. Das habe ich auch schon vermisst. So dumm wie es ist, ich muss sie alle besiegen. Na, wie Hauptlager wird angegriffen, da war auch gar keiner mehr. Ja klar, wir können sie nicht aufhalten. Das sind nicht mal Gegner. Einfach alle besiegen. Was soll denn das? Wenn ich die nicht besiegen würde, das ist klar. Ich würde den dann tatsächlich überrumpeln. Was auch schon lächerlich ist an sich. Wahrscheinlich, als wenn er jetzt rumweint und da gar keiner mehr ist. So, jetzt schnappt ihr das Gammelpferd. Besser als nix. Besser als ein Elefant, I guess. Irgendwie kann ich das nicht reiten noch jetzt. Gut, der Helfer da unten ein bisschen aus. Und ich werde die Leibwächter jetzt auf jeden Fall hier stationieren. Hier kommen die hin. Ich muss die ja so ein bisschen blocken.
die nicht zu Menghur kommen. Die sollen jetzt die kommenden Truppen ein bisschen aufhalten, damit ich mal ein bisschen was machen kann hier. Bei Menghur greift komischerweise irgendwie nicht an. Versucht sie nicht irgendwie das zu holen. Das Hauptlager. Xu Chang. Wei Hauptstadt. Boah, ich hoffe echt, dass mein Life echt das ein bisschen lange tanken können. Weil ich sehe, was da für ein Schwall auf Menghur zukommt. Ja, Hauptlager wird angegriffen, ich weiß nicht, was soll ich denn machen? Das ist doch lächerlich. Soll ich da jetzt die ganze Zeit stehen? Das ist mir auch zu langweilig, das sehe ich nicht ein. Die Leibwächter sind schon tot, cool. Die sind ja richtig stark. Die sind ja echt super. So, dann Lai tot. Das wird dir eine Lehre sein. Das wird dir eine Lehre sein. Ach, die Südbrücke ist gar nicht offen. Ja, das ist ja super. Ach, jetzt ist sie offen. Wollte gerade sagen, ansonsten hätte ich echt wieder zurück müssen. Wieso Pferdeverbot? Wieso darf das Pferd nicht auf die Zugbrücke? Was ist das für ein Quatsch? Also diese blöden Zerstörer. Ja, da ist sowas 5 Extreme Legends. Kriegen die Waitrum auch noch sehen. Hauptmann der Wache. Du hast Tor auch noch öffnen. Könnte unsere Moral boosten, ich weiß ja nicht. Haben jetzt alle Tore eingenommen? Nein, irgendwie nicht, ne? Oh, bitte Menghur, halt jetzt noch ein bisschen durch. Es ist doch lächerlich, wenn du jetzt stirbst. Von normalen Truppen. Das ist immer was Gefährliches. Das sind normale Truppen. Bro, ey. Nicht dein Ernst. Das ist jetzt auch wie. Mit dem Gesamtmoral am nächsten steigen. Und steigt die Gesamtmoral. Oh, Zauberin auch noch. Ja, moin. Übertreibt euch komplett. Übertreibt euch komplett. Was ist denn los? Ist so. Ich muss ja mal langsam was tun. Ich kann nicht die ganze Zeit mit dem Bodyguard spielen. Ich kann halt mal rumweinen. Das so viel zu diesem Thema. Serpy is down. Simpy war Unteroffizier, ja scheinbar. Wie gerne hätte ich das Chaos enden sehen. Los, Menghur, reiß dich zusammen. Jetzt hab ich hier solide Kills gemacht. Du musst doch die Moral jetzt wieder verbessern. Jetzt muss ich jetzt Zauber sehen, ganz schnell, so schnell wie ich nur kann. Auch noch gewinnen können. Ah, der Gesamtmoral sieht ja jetzt gut aus. Und bei Moralleiste ist auf jeden Fall fehlender Mann. Aktuell. Schade, dass hier nicht die Axt des Kriegs so liegt. Mal leichter im Spiel gegen Zauzau. Hoppla, wird angegriffen, vielleicht sofort Hilfe. Menghur! 5 Minuten durchhalten, da haben wir's. Ich hab mir jetzt Zauzau. Oh, Axt, kriegst du was, los geht's. Boah, ist er nochmal gesunken? Zauzau. Super ist. Bam! Brenne! Ja, der geht nicht so schnell down. Ich sag's dir, musst du es gut, um einfache Leute hier zu besiegen. Steht nämlich jetzt nichts mehr. Oh, es ist ein 1 gegen 1 gegen Zauzau. Das wird cool, das wird richtig nice. Ah, er macht wieder Musik. M-
Smash wie ein König. Wie der Dschungelkönig, wenn nur höchstpersönlich, ey. Was? Oh Gott, warum ist so langsam? Oh, danke. Viermal dankt. Weiß ich zu schätzen. Wollte er gerade taunten, der Wichser? Da wollte er es. Nimm das. Nein, warum haust du jetzt ab? Du Feigling. Einfach mit dem Bogen gekillt. Ich vergesse, dass wir morgens Bogen 20 haben, ne? Boah, war noch irgendwie gedeichselt. Boah, das war wieder ein Stressfest. Wenn Mua die ganze Zeit am Weinen war. Sowas hasse ich ja. Aber ganz ehrlich, gut, dass ich nicht die ganze Zeit seinen Leibwächter gespielt habe. Ich hab's ja jetzt so durchgezogen. Ja, echt eine beschissene Schlacht. Dann war es nur Liu Bei, als ob dann schon die Bengu-Story zu Ende ist. Das glaubt ihr ja wohl selbst nicht, oder? Na Mann, Vierter, die Eroberung Chus. Im nächsten Part. Daumen hoch, falls es euch gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann und ciao!